Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grand Age Medieval. Ich glaube, die 134 war das. Weiter geht's. Und ja, wir haben ein bisschen Geld da, nicht ganz viel, 180. Waren letztes Mal unterwegs mit dem Bautrupp, um noch irgendwo Schätze zu finden, die wir aber nicht gefunden haben. Stopp, da waren wir schon so weit. Wollten mal gerade gucken, ob wir hier eine Einheit bauen könnten. Oder ob das gar nicht geht. Ausbilden, doch. Könnte funktionieren. Dann lass uns da eine berittene Einheit machen, die dann nochmal durchs Land schaut, ob es funktioniert, ne? Oder ob das wirklich mit dem Ding so war, dass man da nichts finden kann. Gut. 180. Wir haben eine Einheit gemacht. Ja, müssen wir schauen, dass wir die auch unterhalten können am Ende, ne? Unsere Händler hatten wir, glaube ich, vorletztes Mal korrigiert oder so. Ja. Oh, es sind ja auch schon 300.000 jetzt da. Also vielleicht sind die Händler ja mal doch effektiv. So. Ruinen waren da. Okay, Kiew. Ja. Truppen haben wir zurzeit ja gar keine dann. Ist die Frage, wenn wir das schaffen, da unten anzugreifen dann, ne? Wahrscheinlich gar nicht. Wie weit ist das? Ah, okay, das läuft noch. Dann lassen wir das mal weiterlaufen. Gucken zu, dass wir die Briten eine Einheit gleich kriegen und dann mal kurz losziehen und schauen, ob doch noch irgendwo Geld liegt. Weil damit geht's, das wissen wir. Wie lange dauert die Einheit? Oh, ich bin so neugierig, ich muss jetzt nachgucken. Dauert nicht mehr lange, dann ist sie fertig. Was fehlt jetzt hier? Überproduktion haben wir. Okay, es fehlt also nichts. Das ist schon mal gut. Jeden fehlen Bauschwaren. Ach so, wir hatten letztes Mal ganz viele Sachen auch hier Dingens gebaut, ne? Sag schon. So gut ausgebaut, ne? So gut wie da. Dann gucken wir mal, dass wir so gut wie da hier rumkommen, ne? So gut wie da. Okay. Auf, auf! Die sind ganz schön schnell, ne? Okay. Auf, auf! Also wie es aussieht, ist hier doch kein Geld. Hier sind wir letztens lang gelaufen und das hat uns dann nichts gebracht, ne? Auf, auf! Ja, okay. Dann wissen wir da auf jeden Fall Bescheid, dass das mit dem Bautrupp genauso erfolgreich war wie das jetzt hier. Hier sind keine Leute, die irgendwo was verloren haben. Auf, auf. Ein Obelisk. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon mal besucht haben. Komm, wir gehen mal hin. Ein Goldschatz gefunden. Wow, 55.000. Cool. Das war jetzt mal eine schöne Reichung. Wir reiten los. Gehen wir da lang. Was haben wir hier? Ruinen. Da sind dann Wölfe oder so sowas, ne? Da ist noch ein Obelisk. Dann suchen wir den auch noch auf. Hey, cool. Nochmal. Ich möchte noch mehr Obelisken so finden. Wieder. Hier oben eigentlich schon mal lang gegangen, geht das? Mal schauen, ob da die Wege weiterführen. Da ist ja Kursk. Ist hier oben kalt, ne? Wird nicht lang dauern. Aha, da schau her, da gibt's auch eine Stadt. Oh, da werden wir aber auch angegriffen. War das nur ein Speer von Barnabas, okay. Da fallen Schneeflocken, oder wie sehe ich das? Auf, auf! Guck mal, da können wir doch noch weiterlaufen. Dieses Gebiet kennen wir noch gar nicht, ne? Wir reiten los! Guck mal, da waren wir noch nie. Wir reiten los! Karte ist doch größer, als ich dachte, ne? Ah, jetzt geht's hier nicht mehr. Da dürfen wir noch nicht lang. Auf, auf! Das war das Wurmmarschen.
Naja. Aufsitzen! Dann laufen wir mal ein bisschen nach Wird Osten. Nicht lang dauern. Ja, wo gab es einen Überfall? So gut wie da. Okay. Wir reiten los. Da ist Wasser. Kommen wir da rüber? Nein. So gut wie da. Wird nicht lang dauern. Ah, doch, er konnte doch rübergehen. Aber hier darf man nicht lang. So gut wie da. Okay. Hier ist dann doch eine Grenze irgendwo. Auf, auf! Okay. So gut wie da. Okay. Jetzt kommen wir runter bis zum Schwarzen Meer wieder. Aber das ist, ja, ich glaube, das war das Schwarze Meer. Das da rechts ist das Kaspische Meer. Aralsee ist aber nicht zu sehen. Hier ist noch ein hohes Gebirge. So gut wie da. Aufsitzen. Entschuldigung. Wird nicht lang dauern. Okay, da geht's lang. Da waren wir wohl auch schon, ne? Aufsitzen. Okay, eine alte Windmühle. Entschuldigung. So gut wie da. Ja, die alte Windmühle, die würde mich ja jetzt noch interessieren, ne? Das war ja jetzt doof, ne? Auf, auf! Aber wir durchforsten jetzt gerade das neue Gebiet. Wir reiten los! Ja, man kommen dann gleich wieder irgendwelche Luchse oder Bären und dann war's das. So gut wie da. Hier ist noch so ein Schatten, den nehmen wir noch mit. Wird nicht lang dauern. Auf, auf! Keine Ahnung, was das für ein Fluss ist. Ist das die Wolga oder so? Keine Ahnung. Wir reiten los! Oder der Don. Irgendwas ist da im Osten, ja, ne? Gut, dann gucken wir gerade. Da dürfen wir nirgendwo hin. Aufsitzen. Da geht's. Auf, auf! Da geht's auch. Wir reiten los! Da gibt's noch eine Stadt. Die dürfen wir aber nicht besuchen. Wir reiten los! Okay. Wird nicht lang dauern. Das geht. So gut wie da. Auf, auf! Da dürfen wir auch lang. Aber hier wahrscheinlich dann nirgendwo, ne? Wird nicht lang dauern. Okay, da geht's über den Pass dann doch noch. So gut wie da. Mhm. So gut wie da. So gut wie da. Norden geht nicht. Auf, auf. Da dürfen wir hin. Wir reiten los. Ist das hier ein Ausläufer von der Dingens? Da dürfen wir auch nicht hin zur Windmühle. Wir reiten los. Und dann sind wir bei Riga, dann sind wir an der Ostsee angelangt. So gut wie da. So, vielleicht kommen wir übers Wasser auch. Nee, ne? Wird nicht lang dauern. Nee. Auf, auf! Zum Banditenlager möchte ich jetzt gerade nicht. Da ist ein Karren, den nehmen wir mit.
Ist auch ein Goldschatz, da gibt es 60.000. Aufsitzen. Okay. Dann hier jetzt mal runter. Aufsitzen. Königsberg ist dann hier. Das ist das Haff. Aber das ist hier unten, glaube ich, auch, oder? Wird nicht lang dauern. Hier müsste das auch so sein, oder? Nee, ist noch nicht mehr. Doch, hier ist es angedeutet. Wir reiten los. Danzig haben wir erreicht. Okay. So gut wie da. Wir reiten los. Okay, dann sind wir jetzt in Mitteleuropa angekommen. Aber da dürfen wir nicht mehr. So gut wie da. Okay, dann begrenze ich hier unsere Karte jetzt. Magdeburg können wir nicht besuchen. Aufsitzen. Welchen Weg hat Magdeburg wohin? Keine Ahnung. Aufsitzen. Irgendwo in den Süden, nach Pilsen. Aufsitzen. Das wird die Donau sein, oder? Ja. Nürnberg ist dann da. Wird nicht lang dauern. Okay. Nürnberg und hier schon so Berge, naja. Passt nicht so ganz, aber na, so ist es halt. Wir reiten los. Okay. Hier darf man nirgendwo hin. Nein, Lagerfeuer ist zu gefährlich. Venedig ist auch da. Die alte Windmühle ist nicht erreichbar. So, dann sind wir an der Adria. Hier ist Istrien. Da waren wir dann schon. Gut, dann haben wir noch ein bisschen was freigesetzt. Ja, das war aber... Ah, warte mal, hier sind wir lang. Dann können wir diesen... Wolkendunst da auch noch so wegmachen. Gut wieder. Ja, hier müsste es vielleicht auch noch irgendwo ein Städtchen geben oder sowas. Da geht ja auch noch was rein. St. Petersburg, weiß ich nicht, ist das hier oder ist das hier oben weiter? Keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen, wenn unsere Reiterei da ist, ne? Da kommt sie ja schon. Auf, auf! Und da ist eine Stadt und die... Keine Ahnung, wie die heißt. Los. Mitau. Sagt mir nix. Auf, auf! Warenhaufen, okay, den nehmen wir natürlich mit. 1200 Fisch gefunden, Wissner Erlös 72.000. Das aufsitzen. Ist cool. Da ist noch eine Wolke. Dann hier rüber. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir hier an Geld gefunden haben und wie viel unsere Leute gerade machen. Ich glaube, unsere Leute machen gar nicht mal so wenig, ne? Aufsitzen. So, das war's dann hier mit den Wolken. Das ist Schnee oder sowas. Auf jeden Fall nicht von uns. So, das bedeutet zum nächsten Wolkendunst, der ist hier. Wird nicht lang dauern. Tuba. Heißt das Graf hier? Wird nicht lang dauern. Können wir nicht besuchen oder was? Nein, sieht wohl nicht so aus. Wird nicht lang also dauern. Hierhin. Waren das jetzt unsere Leute, die da angegriffen werden? Okay. Ein Händler von Barnabas wird angegriffen. Handelsblockade war das jetzt. Und wir haben was geraubt, auch cool. 215, keine Ahnung, was es war.
Auf! So, dann machen wir die Wolkendecke hier noch weg. So gut wieder. Neues Gebiet entdecken sozusagen. Wir reiten los. Wir reiten los, ja. Wir reiten los. Auf! Ziel nicht erreichbar. Okay, das war wahrscheinlich mitten im Meer. Aufsitzen. So, da können wir nicht hin. Da können wir aber komischerweise hin. So gut wie da. So gut wie da. Ja, da müssen wir außen rum, wenn es nicht so geht. Aufsitzen. Okay, was haben wir da? Eine alte Windmühle. Kriegen wir da was? Oh, da gibt es auch einen Goldschatz in den Windmühlen. Auf. Wieder 60 dabei. Das ist gut. Ah, die Wolken kriegen wir ja nicht ganz weg, ne? Aber annähernd. Wir reiten los. Ah, doch, oder? Nee, diesmal gehen sie nicht ins Wasser. Wir reiten los. Nee. Gut, dann... So gut machen wir wieder. Hier gerade noch weg. Und dann gucken wir hier, was ist das? Eine Höhle. In der Höhle sind böse Bären drin. Warum also nicht gucken? Wir reiten los. Gut, das haben wir. Und dann diesen Flecken noch weg und dann ist alles erledigt hier. So, stellt sich dann nur die Frage, ob wir hier unten bei... Ne, hier war ja die Windmühle. Kommen wir da hin? Nein. Wir reiten los. Da geht's lang. So, jetzt ist die Frage, wo unsere Einheit ist. Da ist sie nicht. Ich weiß nicht, wo sie ist jetzt. Da. Nee, das ist ein Händler. Ja. Ist sie das? Nein, ist auch ein Händler. Wie, die schon da? Wir reiten los. Tatsächlich, du glaubst es doch nicht. Aufsitzen. Da ist ein Obelisk, den nehmen wir mit. Da gibt's Geld. Denkste. Schwertkämpfer gibt's da. Aber es war nur ein Bandit. Wird nicht lang dauern. Und da gibt's dann die. Am Markt verkauft. 3600 Beine gefunden, Aleppo. Boah, alter Schwede, 400.000. So, das ist mal eine Nummer. Da geht's uns jetzt ganz gut. Können wir da irgendwo noch hin? Nein. Aufsitzen. Da geht's auch noch rüber, okay. Da nicht. Auf! Da dürfen wir auch noch lang. Da geht's auch noch weiter jetzt. Auf! Okay. Auf! Da geht's lang. Wird nicht lang dauern. Okay, wir dürfen jetzt hier unten weiterhin. Das ist ein Bautrupp. Auf! Hier dürfen wir jetzt auch noch weiter gucken. Bis nach Bagdad runter, okay. Wird nicht lang dauern. Kommt mir vor, als ob die Geschichte noch etwas länger ist, wenn wir hier unten sogar aufsitzen. Runterkommen. Ah, hier sieht man jetzt das Ende der Karte wohl. Das ist die Karte wirklich so zu Ende, gut ne? Wieder. Gut, dann gehen wir noch ein bisschen tiefer. Aufsitzen. Da geht's. Keine Ahnung, da irgendwo in Syrien oder so sind wir. Vielleicht ist es auch schon der Irak. Nee, das ist hier, ne, oder? Das ist... Arabien ist das hier.
Genau, dann ist da vielleicht Syrien oder so. Auf, auf! Wird nicht lang dauern. Gucken wir, wie weit wir kommen hier unten noch. Obwohl, ich denke, wir lassen es erstmal hier gut sein, machen in der nächsten Folge dann mit dem Aufdecken weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.